Julian Nagelsmann wird mit einem Wechsel im Sommer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Das ist quasi eine Meldung, die gab es im letzten Jahr identisch schon mal. Jetzt wird das Thema nochmal so richtig heiß und Julian Nagelsmann könnte nach der Heim-EM der neue Trainer von Borussia Dortmund werden. Zudem steht wohl Franck Ribéry wirklich vor einer Rückkehr zum FC Bayern München und soll dort eine Trainerposition übernehmen. Was genau ist da der Sachverhalt und was ist da aktuell mit den Knien von Leroy Sané los? Denn er plagt sich jetzt wohl schon seit Wochen mit Kniebeschwerden herum und wird wohl am Freitag gegen Freiburg ausfallen. Alles dazu und mehr hier im Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft keine Themen mehr rund um die Fußballwelt und natürlich auch um die Bundesliga zu verpassen. Ja, heute ein etwas Bundesliga-lastigeres Video, aber ich wollte euch die ganzen News rund um die Bundesliga natürlich auch hier nicht vorenthalten. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Wird Julian Nagelsmann der neue Trainer von Borussia Dortmund? Nach der Heim-EM, da ist Julian Nagelsmann definitiv wieder auf dem Trainermarkt. Es ist auch davon auszugehen, dass für den 36-Jährigen im Sommer zahlreiche Türen sich öffnen werden. Fachlich ist ja Julian Nagelsmann über alle Zweifel auf jeden Fall ein absoluter Top-Trainer. Und das ist jetzt wohl auch den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund aufgefallen. Nach den Informationen von Fußballtransfers ist es wohl so, dass die BVB-Bosse aktuell tatsächlich überlegen, Edin Terzic mittelfristig, ja ich sage mal, zu entlassen und jetzt wohl über Julian Nagelsmann als möglichen Nachfolger nachdenken. Julian Nagelsmann ist natürlich auch eine heiße Aktie, unter anderem eine Bayern-Rückkehr wird jetzt immer wieder mal genannt. Unter anderem geht es natürlich auch um Liverpool, da könnte er der Nachfolger von Jürgen Klopp werden und jetzt eben auch rund um Borussia Dortmund. Man muss auf einen neuen Trainer setzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt mehrere Nachfolgerkandidaten, darunter natürlich auch Julian Nagelsmann, der jetzt auf jeden Fall hier mit diesem Job in Verbindung gebracht wird. Das ist auch kein allzu neues Thema, denn genau dieselben Gerüchte gab es eigentlich vor der Anstellung von Julian Nagelsmann beim DFB. Auch da war er ein potenzieller Kandidat bei Borussia Dortmund. Damals wurde es nichts, wäre für die Dortmunder vermutlich schon besser gewesen, hätte man damals schon Nagelsmann geholt. Die einzige Frage ist natürlich, wie sehr hat jetzt Nagelsmann hier Bock? Man muss ganz klar sagen, nach dem Bundestraineramt, nach dem Bayern-Traineramt wäre jetzt zu Borussia Dortmund zu gehen schon eine Art kleiner Rückschritt, jetzt nicht mehr mega krasser Rückschritt, aber man muss sagen, es ist natürlich der kleinere Verein in Deutschland. Er hätte dann natürlich auch hier eine richtig große Aufgabe. Im Sommer steht ein echter Umbruch bei Borussia Dortmund an und den könnte dann Julian Nagelsmann leiten. Wie gesagt, er wäre auch nach der Heim-EM verfügbar. Damit hätte er dann auch noch eine ganze Vorbereitung mit den DFB-Stars, mit den BVB-Stars und könnte sich natürlich jetzt auch schon langsam, wenn das jetzt so langsam, ich sage mal, fest wird, dann sich Gedanken machen rund um einen potenziellen Kader, rund um Transfers und so weiter und so fort. So, der aktuelle Stand da. Wir gehen damit weiter zum nächsten Thema. Wird Franck Ribéry zum FC Bayern München zurückkehren? Tatsächlich ist das wohl ein Szenario, was jetzt so wirklich passieren könnte, denn Ribéry liebäugelt wohl mit einer baldigen Rückkehr, das berichtet jetzt der Kicker. Ribéry hat seine Trainerausbildung absolviert und plant tatsächlich, sobald er dann jetzt, also beziehungsweise er ist gerade an dieser Trainerausbildung dran und sobald er die Lizenz hat, dann würde er wohl gerne mal einen Trainerposten übernehmen. Laut Kicker will Ribéry dann als Jugendtrainer auf dem Bayern Campus anfangen. Sein Sohn selbst, der ist ja tatsächlich dort in der U13 und Ribéry hat seinen Wohnsitz nach wie vor in München. Eine Rückkehr wäre für Ribéry also auch eine Art Heimkehr und er ist natürlich auch noch immer mit dem Verein in einem sehr, sehr guten Verhältnis. Von daher könnte man sich das womöglich schon vorstellen. Es gibt vermutlich auch für ja, die Spieler schlechtere Aussichten, als von einem Franck Ribéry zu lernen. Da gibt es bestimmt noch einiges, was er den angehenden Youngstern so beibringen kann. Seine Karriere auf der eigenen Profi-Ebene, er war 12 Jahre beim deutschen Rekordmeister am Ende der Saison 18-19. Dann war dann Schluss, dann ging er nochmal nach Italien, hat dort unter anderem für AC Florenz und dann auch US Latinana gespielt. Wo er dann letztendlich jetzt auch vor kurzem erst die Fußballschuhe an den Nagel gehangen hat. Und aktuell, da sammelt er ja schon so ein bisschen Erfahrung. Der Franzose ist Techniktrainer beim italienischen Erstligisten UDS Salernitana, wo jetzt ja unter anderem auch Jerome Boateng spielt. Von daher ist er da auch wohl relativ nah am Trainergeschäft dran, sammelt vielleicht schon die ersten Erfahrungen, um dann tatsächlich hier vielleicht bald ein neuer Trainer beim FC Bayern München zu werden. Der Weg ist also ganz klar, er möchte hier über die Jugendarbeit irgendwann dann mal ins Profigeschäft reinrutschen, so wie das vor ihm schon 1000 andere Trainer geschafft haben. Was sagt ihr zur Rückkehr von Franck Ribéry?
zum FC Bayern München. Eure Meinung? Wie immer gerne in die Kommentare. Dann gehen wir zum weiteren Thema. Wir bleiben bei den Bayern. Leroy Sané, tatsächlich hat er jetzt wohl tatsächlich weiterhin Kniebeschwerden. Er soll sich seit Wochen so mit Patellasehnenproblemen rumklagen und jetzt soll der wohl am Freitag in Freiburg nicht spielen können und dementsprechend muss dann Thomas Tuchel umplanen. Jetzt ist zumindest erstmal fraglich, wie es dann auch weitergeht auf das nächste Woche. Da trifft man am Dienstag auf Lazio Rom. Da müsste der 28-jährige Sané schon wieder eigentlich dabei sein. Und da ist jetzt eben auch gerade so die erste Tendenz, dass er vielleicht am Freitag gegen Freiburg geschont wird, um dann eben in der Champions League vollkommen einsatzbereit zu sein. Er hat jetzt die ganze Woche eigentlich nur individuell trainiert und deswegen ist auch wirklich davon auszugehen, dass es wohl ein bisschen schlimmer ist. Als Alternativen, da hätte man natürlich mit Brian Saragossa und Mathys Tel zwei Alternativen bereit, die über die Flügel kommen könnten. Man kann ja immer noch nicht auf beispielsweise einen Kingsley Coman zurückgreifen oder einen Serge Gnabry. Beide sind noch verletzt. Er könnte natürlich tatsächlich auch weiterhin beispielsweise mit Erik-Maxim Choupo-Moting, Thomas Müller arbeiten. Das wäre aber meiner Meinung nach eher nicht so zielführend. Man braucht schon so ein bisschen Tempo über die Außen, denn dann hätte man eigentlich nur einen schnellen Spieler mit Jamal Musiala in den eigenen Reihen. Wenn man dann beispielsweise mit Choupo-Moting und Thomas Müller irgendwie tatsächlich beide, sage ich mal, spielen lassen würde. Es ist aber noch nicht fix, ob jetzt Sané ausfällt oder nicht. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen, denn aktuell da gibt es verschiedene Berichte. Die Münchner Abendzeitung, die hat heute nochmal einen Artikel rausgebracht und eben dagegen gehalten, nein, Sané wird in Freiburg dabei sein und vielleicht auch nur als Einwechselspieler, aber der ist definitiv mit im Kader. Wie gesagt, da gibt es aktuell unterschiedliche Meldungen. Ja, und dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Hört Christian Streich nach 12 Jahren beim SC Freiburg jetzt auf? Jahr für Jahr ist immer wieder die Frage, wird sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden? Laut der Bild ist auch in diesem Jahr im März mit einer Entscheidung zu rechnen, wie es dann im Sommer weitergeht. Aber tatsächlich ist jetzt ein tatsächlich Abtreten des 58-jährigen Christian Streichs so nah, wie das wahrscheinlich noch nie zuvor war. Eine endgültige Entscheidung, die ist tatsächlich noch nicht durchgesickert, aber bereits im Oktober, da sagte der Streich gegenüber 11 Freunde bereits selber, ich spüre, dass ich älter werde, die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar. Und das wäre schon ein echter Verlust. Christian Streich ist ein absoluter Kulttrainer, seit 12 Jahren Trainer der ersten Mannschaft mit Eintracht Frankfurt, ist sogar im Sommer 2015 einmal kurz in die Liga 2 gegangen, dann wieder direkt nach oben. Zuletzt hat man zweimal in Folge sogar das Achtelfinale der Europa League erreicht, also wirklich große Erfolge erzielt und seit 1995 beim SC Freiburg tätig, also ein echter Kulttrainer. Und es wäre schon sehr, sehr schade, wenn Christian Streich am Ende der Saison aufhört. Am Ende muss man sagen, 12 Jahre ist auch eine verdammt, verdammt lange Zeit. Er war jetzt hier sehr, sehr lange im Profigeschäft aktiv. Vielleicht ist jetzt auch mal Schluss. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.